Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag früh. Wir fahren jetzt zu Mischke, weil ja, vormittags ist im Ort selbst nicht so viel los. Und nachher habe ich dann ein Shooting. Habe mir noch nicht ganz überlegt, in welcher Form wir das machen. Jedenfalls kann ich euch versprechen, Hubraum TV zeigt heute wirklich Hubraum. Geiles Auto. Und ja, am Nachmittag wieder das übliche Prozedere. Servus alle miteinander, willkommen zu Tag 3 am Wörthersee und ja, ich habe euch Hubraum versprochen und welches Auto ist da besser geeignet als die SRT Viper GTS im Hintergrund? Ja, ist eine von nur zwei in Österreich, also von der Modellreihe. Da gibt es noch die ACR von Schäfchen und ansonsten ist das hier die einzige. Und ich würde sagen, ich präsentiere euch den Sound, weil ja, das klingt, wie es klingen soll. Und ja, ich denke, da kann man sich nicht beklagen. Richtig, richtig, richtig geiler Sound. 8,4 Liter Hubraum und ja, die allerletzte Viper-Reihe, die je gebaut wurde. Leute, ich habe tatsächlich einen zweiten GR Yaris entdeckt.
Die Klappe geht automatisch zu. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag früh und ja, ihr kennt das vielleicht aus den letzten Jahren. Reiner Abreisetag, alles etwas gemütlicher, kein Stress, nicht so viel Action, aber ja, ist auch was Gutes. Und ein Shooting ist trotzdem noch geplant, ein Maserati MC Stradale und ja, ansonsten sehen wir, ob sich noch was tut. Und wenn nicht, geht's nach Wien und dann zum Laptop, dann werden die Videos geschnitten. Und ja, war cool. Abends weniger los als früher, dafür tagsüber viel mehr los als früher. Also gleicht sich das aus und alles gut. Abschließend, ich freue mich wie immer über jeden Kommentar, jedes Like und jedes Abo. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Also, ein Shooting habe ich euch noch versprochen zum Abschluss am Sonntag. Maserati MC Stradale, 4,7 Liter V8 Sauger, 450 PS und italienischer Klang. Was will man mehr? Ich denke, das ist ein schöner Abschluss. Jetzt filmen wir noch ein bisschen und dann fahren wir nach Wien. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.